Mein Name ist Matthias Schmidt, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter von BirdLife Österreich. Ich arbeite seit 5 Jahren im Nationalpark Donauauen mit Vogelarten vom dynamischen Flusslebensraum. Das von der EU finanzierte Danube Parks Projekt ermöglicht mir nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf transnationaler Ebene zu arbeiten. Im Rahmen des Projekts bin ich jetzt zuständig für die Entwicklung einer entsprechenden Methode, um ein Monitoring durchzuführen und auch dieses Monitoring dann innerhalb von Österreich und den angrenzenden Donaustaaten durchzuführen. Als Wissenschaftler und donauverbundener Mensch wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, dass wir die Donau in Zukunft schützen können und in einen ursprünglichen Zustand zurückführen können.